Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer in Mara. Schön, wir können hier abernten. Oh, super. Ah, wir haben vergessen, was zu essen. So, essen wir mal eine Karotte. Gestern hatten wir ja eine Beere. Das bedeutet, wir hatten gestern ein süßes Frühstück, unsere Koa. Und heute gibt es was Gesundes. So, dann haben wir doch schon wieder Mais. Die Frage ist, können wir auch Mais-Saatgut herstellen oder kriegen wir das automatisch? Das wäre natürlich super. Das habe ich mir gedacht. Das ist schade. Wir müssen das immer selbst kaufen. So, Baumwolle. Davon brauchen wir viel. Karotten haben wir ja einigermaßen. Von daher sollte das kein Problem sein. Das ist so goldig, wie sie das macht. Schön. Freue ich mich. Wunderbar. So, ich will jetzt nochmal die Orangenbäume abernten. Und natürlich auch die Beeren. Dann kann ich nämlich mal meine Insel ein bisschen auf Vordermann bringen und dann können wir uns später mal an die dran machen und die in der Stadt mal ein bisschen weiterspielen. So, du hast kein... Du hast keine Baumsaat mehr. Das ist schade. Warte mal, wie viele Orangen habe ich denn? Eine. Hier gibt es auch nichts. Hier gibt es auch nichts. Hier. Super. Hier hängt auch nichts an den Bäumen. Das ist schade, aber okay. Die Bäume sind dann reif, wenn sie reif sind. Da müssen wir uns danach richten. Aber dafür versorgen die uns ja auch. Von daher ist das alles wunderbar. Ist schon im Gleichgewicht. Supi. So, dann habe ich die Bäume jetzt auch alle abgegrast. Das ist wunderbar. Zwei Orangen habe ich bekommen. Das bedeutet, ich könnte hier diesen Orangenbaum schon mal abernten. Dann kann ich nämlich auch den nächsten gleich einsetzen. Okay. Super. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, wie die Datei heißt. Dass ich auch weiß, welche Videodatei ich hochladen muss. So, zwei Orangen. Zwei Orangenbäume. Das ist wunderbar. Gut. Dann kann ich hier auch gleich pflanzen. Während dem Rennen nehmen wir gleich mal die Spitzhacke in die Hand. Müssen wir natürlich aufpassen. Ja, dass sich die Koa wehtut mit der Spitzhacke. Eieiei. So hört man sich übrigens an, wenn man nicht genug trinkt und die ganze Zeit spricht. Super. Nee, aber freut mich. So, das läuft ganz gut. Denen geht's auch ganz gut. Das ist schön. Wir haben auch genug. Das bedeutet eigentlich, könnte ich nochmal was essen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Energie. Und dann fahren wir mal in die Stadt. Denke ich mal. Kommst du mit? Hm? Na, Popo. Was hast du denn? Hast du Hunger? Was ist das? Ich schätze, ich könnte dir etwas Saft bringen. Der ist wirklich gesund. Hast du jemals Saft probiert? Nein, hat ihn nicht. Saft ist wirklich lecker. Früher habe ich Saft gehasst, aber jetzt liebe ich ihn. Wir haben doch Saft für dich. Echt, er ist lecker, oder? Ja, das freut sie. Und er ist übrigens super frisch. Jaja hat immer Saft für mich gemacht. Hast du eine Jaja? Oh, entschuldige, das tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir, was auch immer. Ich helfe dir, was auch immer du brauchst. Yay. Super. Kommst du mit, Napopo? Super.
Wir wollen nochmal in die Stadt. So, die Stadt liegt im Norden. Westen, Süden und Osten ist noch gesperrt. Das ist okay. Der Tank oben links ist auch noch in Ordnung. Ah. Möchtest du Abschleppfahrt? Nein, nein, nein. Abschleppfahrt. Ich kann Abschlepper anheuern für ein paar Goldmünzen. Für den Fall, dass ich unterwegs mal stecken bleibe. Ich verstehe, so haben sie das gelöst. Nicht schlecht. Das waren Rochen. Hier ist ein anderes Boot. So, will ich das Boot mal verlassen. Entschuldigung, ich will hier nicht durch, aber den Fischen ist es, glaube ich, egal. So, ich will mal gucken, ob ich hier irgendwas recyceln kann. Habe ich noch irgendwas? Ne, ich habe jetzt meinen ganzen Schrott los, bin jetzt meinen ganzen Schrott losgeworden. Super. Mache weiter mit den Aufträgen von Koa, um fortzufahren. Finde fünf. Okay. Stimmt, die habe ich noch nicht gefunden. Materialien, Küche, Werkzeuge, Holzstab. Aber Holzstab habe ich doch schon. Materialien, Küche, okay. Recycle Point, 7, super. So. 10. Ah, es ist schon dunkel. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Ich will trotzdem mal zum Markt, will mal gucken, ob ich was verkaufen kann. Oder ich muss erst bis zum nächsten Morgen schlafen. Aber ich glaube, hier ist einiges. Hier ist trotzdem einiges los. Die Preise wollen einfach nicht aufhören zu steigen. Papa, kauf mir was davon. Kind, kauf etwas oder mach dich vom Acker. Die Nadel behalte ich mal. Aber du kriegst von mir die Hälfte von meinem Harz kannst du haben. Und du gibst mir 48 Goldstücke dafür. Oben rechts sieht man... Ah, da ist unser Geld. Okay. So, was willst du haben? Gibt es irgendwas, was du wirklich... Wovon du uns wirklich... Nein. Du möchtest nichts Besonderes haben. Ich gucke immer bei den Verkäufern nach den Händlern mit den Sternchen. Wir müssen dem Bram 4 Stück davon bringen. Aber 8 Stück kann ich dir geben. Dann kann ich zurück. Ich hoffe, ich kann mir so eine Nao-Cola holen und diese dem Jungen geben. Nein, ich will kein Sandwich haben. Was ist das? Werfe Münze in die Maschine, um ein Geschenk zu erhalten. Aber das ist doch ein Ei. Ich will... Och Mann, ich will doch eine Cola haben. Maracola, Mama sagt, dies sei nur Verschwendung von Zeit und Geld. Was? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Silberner Schlüssel. Ein Schlüssel, mit dem silberne Truhen geöffnet werden können. Interessant. Das ist doch schon mal super interessant. Freut mich. Ich werde jetzt nochmal runter zu dem einen Mann gehen. Der kann mir bestimmt noch... Dem kann ich bestimmt noch handeln. Hier mit diesen zwei... Dem einen nicht so freundlichen, dem anderen super freundlich. Der ist eigentlich ganz freundlich. Hallo. Hi.
Orangen, Tomaten. Du nimmst Metall. 5 Stück kriegst du. Ich habe die 5 Briefe gelesen. Sie waren nicht weiter wichtig. Die Krabben hatten sie wirklich, hatten sich wirklich total... Aber so viel, es waren noch keine 5. Hab ich doch gesagt. Zum Glück fungiert mein Laden seit einigen Jahren auch als Postamt. Halte weiter nach Postkrabbenausschau. Vielleicht ist ja noch einmal was Wichtiges dabei. Als Gegenleistung kann ich die hochwertige Angelschnur anbieten. Ah, oh, super. Oh nein, ich habe keinen Köder, um hier zu fischen. Ah, hier brauchen wir Libellen. Ich verstehe. Super, da haben wir die Quest doch gemacht. Sprich mit No für den nächsten Auftrag. Koa, wie gefällt es dir auf unserer Insel Quells? Es ist wirklich schön hier. Dann sollten wir dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Quells wurde vor 1000 von Jahren erschaffen. Als Q noch jung war und es noch nicht einmal ein Meer gab, erhob sich Quells aus den Tiefen der Erde und streckte sich in Richtung des Himmels. Als Q dies sah, war sie erstaunt. Quells war damals eine tote, unfruchtbare Einöde. Es ist eine lange Geschichte. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Das ist wirklich nicht nötig. Nun gut, wie auch immer. Was ich damit sagen will, wenn du Müll sehen solltest oder Müll aus dem Meer fischst, wirf ihn in einen Mülleimer. Du findest auf der ganzen Insel Mülleimer. Oh, was für eine großartige Idee, überall Mülleimer aufzustellen. Ja, das war Kalebs. Das war Kalebs Idee. Wir waren einmal in Molmä, einer riesigen Stadt südlich von hier. Sie ist voller riesiger Gebäude und die Leute dort sind immer gestresst und es ist wirklich schmutzig dort. Er hat mir gesagt, dass er niemals an einem Ort wie diesen leben möchte. Du kannst dir vorstellen, was passierte, als wir nach Quells zurückkamen. Ja, das kann ich. Er hat wahrscheinlich bring mir etwas Müll und ich zeige dir, wie mal wie ein Mülleimer funktioniert. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Oh, das ist ärgerlich. So, ich muss aber jetzt mal ins Bett gehen. Da springe ich am besten auf mein Bötchen. Ja, schlafen wir mal eine Runde. Bis 8:30. Das ist in Ordnung, das ist okay. So, Boot verlassen. Ich muss das Boot. Nein, ich muss mit dem Boot. Ein bisschen. Warte mal, vielleicht geht das hier besser. Oh je. Ich kann nicht parken. Na gut. So klappt das schon mal. Viel besser. Supi. Finde ich super. Ach, herrlich. Okay, aber ich kann hier Köder sammeln. So, rede mit den Einwohnern von Quells. Das ist okay. Der kriegt jetzt von mir den Mais geliefert. Der hat lange genug gewartet. Und ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Müll finde. Es wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn ich jetzt den Müll, den ich schon recycelt hätte, für die Quest verhunzt hätte. Ich habe leider nichts zu essen für euch. Sorry, Hundis. So, Bram ist hier unten. So. So, Bram. Hallo, Brrr. Ich habe Mais für dich. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Brrr. Übrigens, was ich dich fragen wollte, kennst du die Dame, die im Leuchtturm wohnt? Ich muss mit ihr reden. Oh, diese Dame, meinst du? Naja, ich habe sie schon mal gesehen. Ich glaube, das war am Strand. Sie hat am Strand beim Leuchtturm Muscheln gesammelt. Wenn ich mich recht erinnere, sah sie sehr traurig aus. Vielleicht weiß sie es zu schätzen, wenn du ihr eine wirklich schöne Muschel bringst. Das ist eine gute Idee. Und du sag mir Bescheid, wenn dein Onkel dein Restaurant eröffnet. Ah, es gibt noch viel zu tun. Brrr. Viel Glück. Super.
Ich sollte bessere Geburtstagsfeiern vorbereiten. Sind nur wir beide beim Picknick? Tja, ich würde mal sagen, das war ein bisschen... Das war wohl nichts. Okay, das kennen wir schon. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Jetzt habe ich den Müll schon recycelt und habe wahrscheinlich die Quest. Naja. Ich muss mal warten, ich muss mal gucken, ob das klappt oder nicht. Ansonsten ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Vielleicht gibt es da hinten noch irgendwas, aber ich glaube nicht. Ich spreche mit Bram über den nächsten Auftrag. Recyceln. Ah, Molluskenmuschel. Okay, und ein Roman. Die Frage ist, wo kriege ich den her? Wo kriege ich diesen Roman her? Das wäre natürlich noch eine Option. Auf der anderen Seite habe ich mit noch keinem drüber gesprochen. In diesem Licht sehe ich fantastisch aus. Ja, ja, das ist super. Es hat mir noch keiner gesagt, dass die was braucht, wie zum Beispiel diesen... dieses eine Buch. Von daher muss ich erstmal gucken, wo ich die finde. Na, Hundi! Ich darf morgen die Musikaufführung nicht verpassen. Was habe ich denn da gekriegt? Mehr leuchtender Wurm. Okay. Oh, Schokoladeneis am Stiel. Oh, lecker Eis. Ich bin total pleite, aber was wäre, wenn ich dieses Haus an diese Dame verkaufe? Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt keinen Müll mehr finde. Was mache ich da? Was mache ich da? Ich brauche einen besseren Hammer. Oh, das kann ich mitnehmen. Das ist super. Ich hoffe, da beschwert sich keiner drüber. Ich brauche einen besseren Hammer. Okay. Ich würde meinen Hammer gerne mal verbessern. Liegt da unten noch irgendwas? Ich will da jetzt nicht runter. Nee, da unten ist nichts mehr. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Na gut, die haben jetzt auch nichts mit mir zu bequatschen aktuell. Ah, ich habe jetzt eine Flasche Wasser gefunden. Geholt. Ah, super. Hat sich doch gelohnt. Kann ich dir irgendwie Flasche Wasser anbieten? Wasser, die Quelle des Lebens. Nee, okay, schade. So, mein Onkel sollte eigentlich die Kasten. Okay, ich weiß nicht, wo dein Onkel ist. Von daher kann ich dazu nichts sagen. Kann ich mich auf die Bank setzen? Auch schade. Es wäre schön, wenn man sich hier auf die Bank setzen könnte. Würde mich wirklich freuen. Na gut. So, die nächste Frage ist, wem kann ich hier noch helfen? Mach weiter mit den Aufträgen von Chor, um fortzufahren. Das ist klar. Weil ich gerne wissen würde, wie der Roman weitergeht. Schaf! Hallo! Ich hoffe da... Ah, das ist ein Restaurant, okay. Ah, super. Okay, das bedeutet, ich brauche jetzt noch einmal irgendwo was. Nein, ich möchte noch nicht. Diesmal nicht. Diesmal hebe ich es mir auf. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich ja Glück und irgendwo was übersehen. Muss ich da hin? Geschlossen, nur geöffnet zwischen 9 und 15 Uhr. Okay.
Das bedeutet, ich finde hier jetzt aktuell noch nichts. Aber das muss ja nichts heißen. So, Kräuter. Ah, ich kann mich hinsetzen. Warum guckt die denn so grimmig? Hm. Okay, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich möchte nicht nochmal auf der Straße schlafen. Das ist nicht toll und ist auch nicht gut. Deswegen renne ich jetzt. Ausruhen, um Kraft zu sammeln. Ich weiß auch, wohin ich muss. Deswegen ist es natürlich jetzt ganz ärgerlich, weil ich jetzt ganz viel essen muss. Aber ich denke mal, ich habe genug Karotten und Beeren dabei, um zumindest einigermaßen zum Schiff zu kommen. Da nehme ich jetzt mal... Ui, das war knapp. Nein! Ach Mann! Oh, schade, schade! Oh ja, super! Und jetzt nochmal... Wunderbar! Na gut, muss ich so machen, das ist okay. Das kriegt man hin. Hallo Mr. Krabbe. Finde ich hier noch irgendwo was zum Recyceln? Es wäre schade, wenn nicht. Na gut, das ist eine relativ saubere Insel, muss man sagen. Natürlich lag hier und da noch ein bisschen Müll rum, aber... Bram, was liegt dir auf dem Herzen? Ich brauche ein paar Zutaten, das ist alles. Aber die Marktfrauen machen mir Angst. Warum? So schlimm sind die nicht. Möchtest du, dass ich was für dich hole? Würdest du das für mich tun? Natürlich, kein Problem. Was brauchst du denn? Ein paar Zwiebeln, Kartoffeln und etwas Tintenfisch. Ich will einen Eintopf kochen. Ich möchte meinen Onkel damit überraschen. Ich kümmere mich drum. Kartoffeln habe ich. Zwiebeln kaufe ich. Vielleicht kann ich ja angeln. Das wäre super. Ich muss nur gucken, wo ich überall angeln kann. Vielleicht kann ich den Tintenfisch ja selbst angeln. Was haben wir hier? Eine große Eröffnung kommt bald. Alles klar. Supi. Was haben wir hier? Muschel. Super. So, was brauchen wir hier? Regenwürmchen. Super. Alles klar. Drück mal X. Ja, komm. Komm, Fische. Ja, super. Wunderbar. Das freut mich. So, wie lange sind wir schon? Oh, 23 Minuten. Wir sind für die heutige Folge auch schon bald fertig. Warte mal. Warte, vielleicht kann ich ja hier an der Bank. Hallo. Liebes Mädchen, hat dir niemand beigebracht, Erwachsene nicht zu belästigen? Hallo, ich bin Koa. Sehr erfreut. Und jetzt hör auf, mich zu belästigen. Weißt du etwas über die Dame im Leuchtturm? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob du irgendwas über die Dame im Leuchtturm weißt. Ich muss mehr über sie erfahren und frage deswegen auf der Insel herum. So spricht man aber nicht mit einem Fremden. Wirklich unglaublich. Es ist eine Schande. Niemand hat heutzutage noch Manieren. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Nun, das hast du aber. Man stellt nicht einfach solche Fragen. Erstens stellt man sich zuerst vor. Und zweitens ist man höflich zu anderen. Man fragt, wie geht es ihnen und wartet danach geduldig eine Antwort ab. Du dagegen bist einfach unzivilisiert. Okay, ich gehe dann jetzt wohl besser. Nein, du bleibst schön hier. Wo sind deine Eltern? Ich habe keine mehr. Nun gut, dann warten wir, bis ein Erwachsener eintrifft. Bist du nicht ein Erwachsener?
ein anderer Erwachsener. Was machst du hier ganz allein? Deshalb, das habe ich dir doch schon gesagt. Ich versuche mehr über die Dame im Leuchtturm zu erfahren. Gut, ich sehe, du hast bereits etwas gelernt. Was möchtest du denn wissen? Ich muss mit ihr reden, aber sie will mir nicht zuhören. Nun ja, sie ist eine sehr beschäftigte Frau. Es gibt nicht mehr viele wie sie. Könntest du mir bitte beibringen, wie man höflich ist? Hast du keine Eltern? Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich keine mehr habe. Meine Großmutter hat mich großgezogen. Offenbar war sie nicht sehr gut darin. Hey, schon gut, schon gut. Ich rede jedoch nur mit Leuten, die Kunden dieser Bank sind. Du musst also zuerst ein Konto eröffnen. Die Mindestanlage beträgt 50 Münzen. Könntest du mir bitte sagen, wo ich bitte 50 Münzen herbekomme, bitte? Das waren 2 bitte zu viel. Kannst du die Münzen verdienen, indem du anderen Händlern Dinge verkaufst? Zum Beispiel den alten Guido am Hafen. Vielen Dank, mein Herr. Hab ich doch schon. Hallo, wie geht's Ihnen heute, mein Herr? Sehr gut. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen heute? Ausgezeichnet. Und wie war ich? Wie bitte? War ich höflich genug und so? Ja, das war sehr gut. Yippie! Hier, ich habe das Geld dabei, um dein Konto zu eröffnen. Gut, möchtest du ein Konto mit oder ohne Dispositionskredit? Wir haben einige brandneue Produkte mit fantastischen Vorteilen im Angebot. Hä? Ich habe ein Anlagekonto, das perfekt für dich wäre. Unsere Bank investiert aber jährlich 20% des eingezahlten Beitrags für dich. Ich möchte nur wissen, wie ich höflich zu der Dame sein kann, bitte. Aber das Konto? Ich bin nicht interessiert. Behalt das Geld. In Ordnung. Etwas merkwürdig, aber in Ordnung. Ja, das war so klar. Wenn du die Dame dazu bringst, bietet das niemand jemanden an. Ne? Wenn du die Dame dazu bringen möchtest, dich hineinzulassen, dann würde ich dir empfehlen, den Gruß der Marine auszuprobieren. Wie geht der? Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wirklich? Das hat meine Großmutter immer gesagt. Das sollte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass sie dich hereinlassen wird, nur weil du nett zu ihr bist. Wir werden sehen. Supi. Kauf die nötigen Zutaten. Ah ja, stimmt. Ich muss jetzt nochmal zum Markt. So, dann will ich mal zum Markt. Wo sind denn die Kaufleute? Philly, das bedeutet, die müsste hier irgendwo sein. Hier in diesem Bereich. Wenn wir jetzt beim Edegan waren. Dann, ja genau, hier. Super. Wen haben wir hier? Du hast wirklich tolle Ohren. Und so. Danke, kleines Mädchen. Ich bin nicht klein. Ich verstehe. Du bist eine Abenteurerin, so wie ich. Ach, wirklich? Natürlich. Alle Abenteurer laufen barfuß umher, weil uns nichts aufhalten kann. Ich bin Koa, die Abenteurerin. Ich bin Onzo, Katzenkind und Abenteurer. Ein Katzenkind? Was ist eine Katze? Nun, so etwas wie ich, aber etwas kleiner. Und was machst du hier? Ich reise um die Welt und sammle alle möglichen Informationen. Ich habe ein Tagebuch, das meine Vorfahren geschrieben haben, und ich schaue nach, ob sich seitdem auch nichts verändert hat. Toll, ich bin beeindruckt. Steht in dem Tagebuch etwas über mich? Nein, eine kleine menschliche Abenteurerin wird nirgendwo erwähnt. Was ist denn ein Mensch? Du weißt wirklich gar nichts, oder? Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Komm, stell mir eine Frage, egal worüber. Ich bin mir sicher, dass mein Tagebuch die Antwort enthält. Okay, ich muss mit der Dame im Leuchtturm reden. Lass mich nachschauen. Dame, Leuchtturm. Ah, eine einsame Dame, die in einem Leuchtturm wohnt. Hier steht, dass es nicht leicht ist, mit ihr zu reden. Sie legt viel Wert auf Manieren. Empfängt ungern Gesellschaft und liebt Karten. Ich muss mit ihr reden. Pass auf, wir machen Folgendes. Vielleicht liest sie gerne. Falls ja, bin ich mir sicher, dass sie Romane liebt. Niemand kann einem guten Abenteuerbuch widerstehen. Hier, bringe dieses Buch. Vielleicht schaffst du es damit, sie davon zu überzeugen, mit dir zu reden. Wirklich? Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Von nun an bin ich dein Mentor für Abenteuer. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas brauche. Oh, super. Und so. Toll. Gut. Kann ich handeln? Leider nicht. Du hast nichts, was ich brauche. Tintenfisch. Ich will eigentlich keinen Tintenfisch haben. Ich will nur ein paar Zwiebeln kaufen. Den Tintenfisch versuche ich selbst zu fangen. Rübe. Weizen. Dann kaufe ich mal ein paar Zwiebelkerne. Super.
Gut, ich habe beides. Ich habe das. Zwiebel muss ich anpflanzen. Oktopus muss ich selbst holen. Mach weiter mit den Aufträgen im Chor, um fortzufahren. Das ist klar. Das ist okay. Sammel den Müll auf. Okay, es ist 13 Uhr. Das passt eigentlich noch. Ich würde sagen, für die heutige Folge mache ich jetzt mal Schluss. Ne? Warum? Ja, noch ein bisschen glitschig. Ein bisschen glitschig. Nennt man Glitches oder Bugs, nennt man kleine Spielfehler, die einem das Spiel so ein bisschen, ja, wo ich dann zum Beispiel ein bisschen festhänge oder nicht, wo ich mich eigentlich bewegen sollte, obwohl ich mich bewegen sollte. Das kann schon mal passieren. Das ist alles kein Problem, das ist alles machbar. So, angeln gehen. Warum eigentlich nicht? Wels gefangen. Das ist schön, das ist super. So, die kleinen Bombs. Kleinen Eichhörnchen. Das ist wunderbar. Wir könnten jetzt mit der alten Dame sprechen, aber ich würde sagen, ich mache für heute genug. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao mit V. Euer Grafi.